Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Heute geht es um Diagramme und Berichte. Ich hoffe, Sie können mich ganz gut hören. Ich habe immer noch zwei Kinder hier im Haus, aber die wissen Bescheid, dass sie mich nicht stören sollen. Deswegen ich hoffe, es läuft alles gut. Falls vielleicht doch irgendwas sein sollte, dann bitte ich um Ihr Verständnis. Das Thema heute, die Visualisierung Ihres Stammbaums auf MyHeritage. Wie organisieren und teilen Sie Ihre Forschung mit Diagrammen und Berichten? Ja, mein Name ist Silvia da Silva. Ich bin die Country Managerin für Deutschland bei MyHeritage seit 2010, also schon 10 Jahre mit dabei. Ich habe Germanistik und Medienwissenschaften an der Universität hier in Hamburg studiert und ich bin im Marketing-Team bei MyHeritage zuständig für Pressearbeit, für Social Media, Blog, Webinare und auch Veranstaltungen, die wir haben innerhalb Deutschlands und eben auch deutschsprachige Länder. Und heiße Sie nochmal ganz herzlich willkommen heute. Wie jedes Mal bei unseren Webinaren bieten wir auch diesmal ein Gewinnspiel an und Sie können diesmal ein MyHeritage-Komplett-Abo gewinnen im Wert von knapp 200 €. Ich habe hier einmal, das mache ich immer, kurz aufgelistet, was Sie damit erhalten. Zum einen ein Premium-Plus-Abo für Ihre Familienseite und dann noch zusätzlich ein Datenabo, wo Sie Zugriff auf über 12 Milliarden historische Aufzeichnungen auf MyHeritage haben. Dazu möchte ich kurz erwähnen, dass wir sehr, sehr bald, vielleicht auch schon heute, historische Aufzeichnungen aus Deutschland veröffentlichen werden. Mehr darf ich leider nicht verraten, aber bleiben Sie auf jeden Fall dran. Das wird in unserem Blog veröffentlicht, im Newsletter und auch auf den Social-Media-Seiten. Das ist sehr interessant und definitiv exklusiv auf MyHeritage. Freuen Sie sich also drauf. Das heißt, wenn Sie das Abo gewinnen, dann haben Sie jetzt bald sogar noch einen Mehrwert. Und falls Sie jetzt nicht gewinnen und trotzdem nachher Zeit haben und Lust haben und eventuell sogar auch da ein MyHeritage-Abo gewinnen können, bieten wir ja seit einigen Wochen, seitdem es eben ein bisschen schwierig ist, mit Corona derzeit auch andere Online-Kurse an, also nicht nur Webinare, sondern auch jetzt Facebook-Lives. Da benötigen Sie auf jeden Fall einen Facebook-Account und können dann live mit dabei sein. Das haben wir jetzt schon 4, 5 Mal veranstaltet. Und heute Abend um 19 Uhr bieten wir wieder ein Facebook Live an auf unserer Seite. Das ist facebook.com/myheritagedeu, also deu für Deutsch, DEU, alles zusammengeschrieben. Und diesmal geht es um Entdeckungen auf MyHeritage. Also das heißt, Instant Discoveries, Record Matches, Smart Matches, wenn Sie schon immer wissen wollten oder Fragen generell dazu haben, dann seien Sie heute Abend gerne dabei. Das Ganze ist eben live mit meiner Kollegin Elisabeth Gadeau. Sie arbeitet im Hauptsitz von MyHeritage in Tel Aviv und im Support-Team, also im Kundendienst, und wird dann eben diese ganzen Reiter mit Entdeckungen vorstellen und Ihnen zeigen, was der Unterschied zwischen einem Record-Match und einem Smart-Match zum Beispiel ist. Und wir werden auch da, wie gesagt, ein MyHeritage-Komplett-Abo verlosen unter allen Zuschauern heute Abend, die live dabei sind. Das heißt, wenn Sie Lust haben, dann freue ich mich, dass Sie vielleicht heute Abend dabei sind und ich Sie dann auch da wieder begrüßen darf. Ja, dann noch ein, zwei Sätze, das mache ich immer. MyHeritage Bildung ist unsere Wissensdatenbank. Da werden Sie auch im Nachhinein dieses Webinar finden. Dort finden Sie alle deutschsprachigen Webinare, die wir anbieten. Das wird immer aufgenommen. education.myheritage.de. Die Seite ist auch in weiteren neuen Sprachen verfügbar, falls Sie vielleicht in anderen Sprachen ein bisschen forschen und gucken möchten. Da gibt es Artikel, da gibt es Anleitungsvideos und Webinare rund um MyHeritage, aber auch an sich um Familienforschung und auch DNA-Genealogie geht es dort. Und ja, ich glaube, hierzu war es das. Auf der rechten Seite sehen Sie die Systemsteuerung von GoToWebinar, die Software, die wir hierfür benötigen. Da gibt es den Unterpunkt Fragen. Und wenn Sie eine Frage stellen möchten, können Sie das gerne tun. Das können Sie auch während des Webinars tun. Ich werde allerdings erst am Ende des Webinars darauf eingehen, weil ich jetzt meine Präsentation sehe und die Präsentation einmal durchgehe. Es wird ein relativ kurzes Webinar. Ich werde Ihnen einfach die ganzen Diagramme und Berichte, die wir auf MyHeritage haben, vorstellen. Und danach haben wir, wenn Sie mögen, Zeit, nochmal auf Ihre Fragen einzugehen. Können Sie aber gerne, wie gesagt, unter dem Reiter Fragen schon mal die Fragen schreiben, wenn Sie mögen. Wenn Sie sogar live eine Frage stellen möchten, können Sie das gerne auch tun. Dann müsste ich einfach nur Ihr Mikrofon
Laut stellen, alle Mikrofone sind jetzt stumm geschaltet, einfach, dass wir keine Probleme mit der Akustik haben. Und dann würde ich mal starten. Also Diagramme und Berichte auf MyHeritage, ein Überblick. So sollte es funktionieren. Ja, Diagramme und Berichte sind eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Forschung und Ihre Entdeckungen, die Sie gemacht haben, in Ihrer Familienforschung zu organisieren, zu visualisieren und auch eben zu teilen mit Verwandten oder eben mit Freunden. Auf MyHeritage bieten wir eine große Auswahl an Diagrammen und Berichten. Ich werde Ihnen heute die einzelnen Diagrammtypen vorstellen. Ich werde Ihnen zeigen, wie die am besten verwendet werden können, auch wie man Diagramme erstellt. Und ich habe auch ganz tolle Beispiele. Ich habe die ganzen Beispiele von meinem Kollegen Uri gestohlen genommen, weil mein Stammbaum leider nicht so groß ist und bei ihm das wirklich ganz toll aussieht. Und dann haben Sie eben, können das besser sich anschauen. Deswegen nicht wundern, dass es nicht meine eigenen Diagramme sind. Aber ja, das ist mit Uri abgesprochen und das sollte in Ordnung gehen. Alle Diagramme und Berichte sind für alle MyHeritage-Nutzer kostenlos. Wir hatten mal ein, zwei Berichte, die oder Diagramme, die vorher kostenpflichtig waren, aber das ist jetzt nicht so. Also alle Diagramme sind für alle Nutzer kostenlos. Und Sie können die Diagramme entweder über die Website myheritage.de oder eben, wenn Sie mit der Software arbeiten, mit dem Family Tree Builder, die Software können Sie kostenlos herunterladen unter myheritage.de/ftb für Family Tree Builder. Auch dort können Sie die Diagramme erstellen und da gibt es sogar noch weitere Berichte, die Sie erstellen können, aber das ganz am Ende dann. Ja, wie gelangen Sie überhaupt zu der Diagrammseite? Also Sie öffnen oder gehen auf den Reiter Stammbaum, dann klicken Sie auf Mehr und dann sehen Sie den Punkt Diagramme und Berichte, Diagramme und Bücher, Entschuldigung, Diagramme und Bücher drucken. Das ist dann die Seite der Diagramme und der Bücher. Und wenn Sie jetzt ein neues Diagramm erstellen wollen, beziehungsweise wir haben insgesamt 8 verschiedene Diagramme, die wir anbieten. Die einen können vertikal und horizontal erstellt werden. Das zeige ich Ihnen gleich. Und wir haben das Familienbuch. Wenn Sie jetzt ein Diagramm erstellt haben, wie man das macht, das zeige ich gleich. Aber es dauert vielleicht ein, zwei Minuten, aber damit Sie nicht irgendwie hier die ganze Zeit auf der Seite warten, bis das Ganze erstellt wurde, können Sie ganz normal in Ihrem Stammbaum weiterarbeiten und bekommen eine E-Mail von uns zugeschickt, an der E-Mail, mit der Sie eben registriert sind, sodass Sie wissen, dass das Ganze erstellt ist und dass Sie das Diagramm jetzt, wenn Sie mögen, herunterladen können. So sieht die E-Mail aus. Das ist die E-Mail, die ich bekommen habe. Sie sehen eine kleine Vorschau des Diagramms. Sie haben den Link, um das direkt herunterzuladen. Das Diagramm können Sie im PDF-Format herunterladen oder Sie können direkt auf Ihre Familienseite gehen und von dort aus eben das Diagramm sich anschauen und wenn Sie mögen, es nochmal bearbeiten. Auch bieten wir einen Druckservice an. Also Sie können das Diagramm bei uns auch gerne in Posterformat drucken lassen. Das erzähle ich auch nochmal am Ende, aber auch hier hätten Sie dann die Möglichkeit, direkt über die E-Mail das Ganze als Poster ausdrucken zu lassen. Ja, und hier steht das Diagramm eben zur Verfügung. Das ist das, was Sie ganz links sehen. So wird es dann auf der Seite aussehen. Und alle Diagramme, die Sie eben erstellt haben, sehen Sie auf dieser Seite. Sie können das Ganze als PDF anzeigen lassen. Sie können das auch löschen, wenn es für Sie nicht mehr relevant ist und das, was ich gesagt hatte, eben nochmal als Poster bestellen. Ja, schauen wir uns die einzelnen Diagrammtypen an auf MyHeritage. Wir fangen heute mal mit dem Schmetterling-Diagramm an. Das zeigt die Ausgangsperson mittig, daneben die Ehegatten und seitlich die jeweiligen Vorfahren. Gleich gibt es ein Beispiel dazu. Die Kinder werden unten angeordnet und durch erweiterte Einstellungen, also das heißt, Sie können auch jedes einzelne Diagramm individuell bearbeiten. Durch diese erweiterten Einstellungen können die Kinder auch vertikal angezeigt werden. Und dieses Format ist sehr gut geeignet, um es an die Wand zum Beispiel zu hängen. Wenn Sie sich jetzt sagen, ja, ich würde das vielleicht als Poster ausdrucken wollen, ist so ein Schmetterlingdiagramm eigentlich sehr gut dafür geeignet. Ich habe hier so ein paar Optionen, die ich Ihnen jetzt mal zeigen möchte anhand des Schmetterlingdiagramms.
Sie können die Ausgangsperson jedes Diagramms ändern. Das heißt, normalerweise wird das Diagramm für die Person erstellt, die in Ihrem Stammbaum schon als Ausgangsperson eingetragen ist. In dem Fall bin ich das. Aber Sie können sagen, Sie möchten vielleicht für Ihre Mutter, für Ihren Vater oder für ein Kind das Diagramm erstellen. Das kann alles hierüber geändert werden. Dann tippt man einfach nur den Namen bei Ausgangsperson und dann wird das direkt im Stammbaum gesucht. Dann kann man diese Person auswählen. Ich kann mir einen Titel hinzufügen, wenn ich das mag. Das wird auch automatisch eingetragen von der Software. Also da steht, glaube ich, Familie von dann Ihren, eben dem Namen der Ausgangsperson. Das können Sie aber alles bearbeiten. Und Sie können die personenbezogenen Ereignisse bearbeiten. Das heißt, es ist eigentlich so, dass per Einstellungen die Geburts- und die Todesdaten angezeigt werden. Aber auch hier können Sie alles bearbeiten. Sie können sagen, Sie möchten nur, dass die Namen angezeigt werden, also keine Ereignisse. Sie möchten das Geburts- und das Todesjahr vielleicht anstatt des ganzen Datums angezeigt bekommen. Sie möchten vielleicht beides angezeigt bekommen oder komplett benutzerdefiniert. Das heißt, da können Sie individuell die Ereignisse auswählen, die Sie in Ihrem Stammbaum eingetragen haben. Ja, eben im Diagramm anzeigen lassen. Ich muss einmal ganz kurz hier was klicken, weil ich sehe, hier sagt jemand, dass er mich nicht hören kann. Aber eigentlich sehe ich, dass, also es wäre ganz gut, wenn vielleicht jemand in den Fragenbereich einmal ganz kurz schreiben könnte, ob er mich jetzt hört oder nicht, weil ich habe hier eine Person, die mich nicht hört, aber mein Mikro ist an. Ich höre Sie, okay. Vielen Dank, dann weiß ich nicht. Okay, dann nochmal, ich höre Sie, perfekt. Ja, dann weiß ich leider nicht, Herr Galster, warum Sie mich nicht hören können. Hier ist alles angeschlossen. Super, dass es funktioniert, dann kann ich weitermachen. Vielen Dank. Ja, also benutzerdefinierte Einstellungen können Sie dann vornehmen und dann können Sie bei jedem Diagramm sagen, ob alle Generationen angezeigt werden sollen oder Sie können eben die Generationen beschränken und die Druckart können Sie auch aussuchen. Wenn Sie sagen, Sie möchten das für einen Posterdruck, dann wird das einseitig erstellt. Wenn Sie das an Ihrem eigenen Drucker zu Hause ausdrucken möchten, dann können Sie sagen, dass das Diagramm mehrseitig erstellt werden soll. Ja, und hier habe ich ein wunderschönes Beispiel von meinem Kollegen Uri. Das ist jetzt ein Schmetterling-Diagramm. So sieht das Ganze aus. Und machen wir weiter mit dem enge Familiendiagramm. Das zeigt die Großeltern der Ausgangsperson und alle Nachfahren dieser Großeltern an. Der Vorteil dieses Formats ist, dass alle Cousins und Cousinen einer Person mit angezeigt werden. Und dieses Format ist sehr gut für den Austausch mit den Verwandten geeignet. Hier haben Sie die Möglichkeit, bei dieser Diagrammart entweder das Ganze vertikal angezeigt zu bekommen, so wie man das jetzt hier sieht. In Orange ist eben die Ausgangsperson angezeigt und einmal horizontal. Ja, wenn Sie dann auf erweiterte, nee, dann ich habe das geändert. Ich wollte jetzt direkt auf die erweiterten Funktionen eingehen, aber ich habe gedacht, ich zeige Ihnen erstmal alle Diagramme und am Ende gehen wir nochmal auf die erweiterten Funktionen. Das ist jetzt das Beispiel für das enge Familie-Diagramm, so sieht das Ganze aus. Auch hier haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ob das mit Fotos angezeigt werden soll oder ohne Fotos, ob Sie einen Platzhalter für das Foto möchten, welche Farbe das Ganze haben soll. Aber das schauen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal alles an. Aber das sind einfach Beispiele für Sie, damit Sie sehen können, wie das Ganze überhaupt aussieht. Das Vorfahrendiagramm, ja, das sagt schon, was es ist. Das zeigt alle Vorfahren der Ausgangsperson an. Die Generationen können hier auch eingeschränkt werden. Also Sie können festlegen, wie viele Generationen angezeigt werden sollen. Dieses Diagramm ist sehr schön, weil sein Inhalt eben symmetrisch ist und ist auch ein großartiges Format für Kinder. Falls Sie eben den Kindern die ganze Vorfahrenlinie zeigen möchten, ist es eigentlich ein ganz tolles Diagramm. Auch hier die Möglichkeit, das einmal vertikal angezeigt zu bekommen und dann auch einmal horizontal. Das habe ich jetzt hier leider nicht als Beispiel, aber von dem enge Familiendiagramm haben Sie das vielleicht noch in Erinnerung, wie das aussah im Horizontalformat. Und das ist hier ein Beispiel für ein Vorfahrendiagramm. Ist jetzt hier ganz schlicht gehalten. Hat oben zwar noch einen Titel, aber ansonsten hat es gar keinen Hintergrund.
Und ja, man hat auch hier einfach nur die Geburtsjahre und die Todesjahre mit angegeben und auch die Namen der Person und das war's. Das Nachfahrendiagramm ist eigentlich wie das Vorfahrendiagramm, nur dass man eben die Nachkommen der Ausgangsperson sieht. Die Anzahl der Generationen kann auch hier geändert werden und die Proportionen des Diagramms variieren anhand der Anzahl der Nachkommen der jeweiligen Generation. Also je nachdem, wie viele Personen die Generation hat, desto anders ist eben die Diagrammgröße. Dieses Format ist besonders geeignet für den Austausch mit den Verwandten und gerade mit denen, mit denen man einen gemeinsamen Vorfahren hat. Also man kann dann gucken, wo liegt der gemeinsame Vorfahre und was sind eben die Nachkommen dieses Vorfahrens. Ja, auch hier wieder die Möglichkeit, das einmal vertikal und wieder horizontal angezeigt zu bekommen. Ja, das ist eigentlich immer relativ selbsterklärend. Und wenn Sie auf die Seite gehen, Diagramme und Bücher, werden Sie sehen, dass es wirklich sehr einfach ist, so ein Diagramm zu erstellen. Auch die ganzen erweiterten Funktionen, das zeige ich ja gleich, das ist wirklich, ja, einfach zu erstellen, mehr kann ich nicht dazu sagen. Deswegen habe ich jetzt hier so ganz viele Beispiele für Sie. Aber wenn Sie danach, nach dem Webinar sich das Ganze nochmal live anschauen, werden Sie sehen, dass es wirklich einfach ist. Diagramme auf MyHeritage, dann gibt es das Sanduhr-Diagramm und das Sonnendiagramm. Das sind zwei besondere Diagrammarten. Fangen wir einmal mit dem Sanduhr-Diagramm an. Das ist eine Kombination aus Vor- und Nachfahren einer Person. Und die Vorfahren der Ehegatten können optional mit angezeigt werden, wenn Sie das wünschen. Und dieses Format ist besonders als Geschenk für zum Beispiel den Großvater oder der Großmutter geeignet. Das Sonnendiagramm ist ein ganz besonderes Diagramm, welches wirklich auch exklusiv auf MyHeritage zur Verfügung steht. Dieses Diagramm wurde durch ein traditionelles kreisrundes Stammbaumformat, wie es schon vor jahrhundertelang in ganz Europa genutzt wurde, inspiriert. Und im Gegensatz zu anderen Nachfahrendiagrammen unterstützt es auch Fotos, und wird für Familientreffen empfohlen. Ich zeige Ihnen gleich Beispiele. Empfohlen, weil es eben eine sehr große Anzahl an Nachfahren auf kleinstmöglichem Platz darstellen kann. Das sehen Sie gleich. Und die Hauptperson wird im Zentrum dargestellt, die Nachfahren in den äußeren Ringen. Das ist einmal das Beispiel für das Sanduhr-Diagramm, auch hier vertikal und horizontal. Das sieht dann eben so aus, also oben die Vorfahren, unten die Nachfahren. Das ist eben eine Kombination aus Vor- und Nachfahrendiagramm. Und das ist das Sonnendiagramm. Also es ist wirklich ein super schönes, schönes Diagramm. Hier habe ich nochmal ein größeres Beispiel von meinem Kollegen Uri. Sie sehen, wie das Ganze hier angezeigt wird. Ja, natürlich, je mehr Fotos man hat, je mehr Infos man hat, desto schöner sieht das Ganze aus. Aber das ist hier ist schon ein ganz tolles Beispiel. Das Fächerdiagramm zeigt alle Vorfahren der Ausgangsperson. Die Anzahl der Generationen kann auch hier eingeschränkt werden. Dieses Format hat eben dieses einzigartige Fächerdiagramm. Und dann gibt es noch das alles in einem Diagramm. Beides zeige ich auch noch mal gleich. Das alles in einem Diagramm ist mal kostenpflichtig gewesen, ist jetzt für alle Nutzer kostenlos. Das zeigt alle Verwandten der Ausgangsperson, also wirklich alles, was Sie in Ihrem Stammbaum haben, wird hier angezeigt. Wenn Sie einen zu großen Baum haben, würde ich das nicht empfehlen, so ein alles in einem Diagramm angezeigt zu bekommen. Aber wenn Ihr Stammbaum relativ klein ist, dann hat man wirklich auf einmal alle Personen, die Sie eben da in den Stammbaum eingetragen haben. Und dieses Format ist das Beste, wenn Sie Ihren gesamten Stammbaum eben auf einem Diagramm erfassen möchten. Beachten Sie bitte, dass sich die Verbindungslinien nicht kreuzen. Und Personen aus derselben Generation werden nicht auf gleicher Höhe angezeigt. Das geht einfach grafisch nicht. Je mehr Personen Sie in Ihrem Stammbaum haben, desto schwieriger ist das Ganze, dieses Diagramm zu erstellen. Aber Sie können ja ein bisschen austesten, sich das Ganze anschauen, die verschiedensten Diagramme erstellen, da es ja eben alles kostenlos ist. Und dann können Sie schauen, was für Sie eben am besten geeignet ist. Ja, hier sieht man ein Fächerdiagramm, einmal ein Vorfahren-Fächerdiagramm und einmal ein Nachfahren-Fächerdiagramm. Ja, auch sehr schönes Format. Ja, und das alles in einem Diagramm hatte ich ja erzählt. Hier ist zum Beispiel oder hier ist ein Beispiel für ein alles in einem Diagramm. Sieht ähnlich aus wie Vor- und Nachfahren, aber da sind ja wirklich alle nochmal mit aufgelistet. Die angeheirateten Verwandten sind mit dabei, alle Kinder. Also da ist wirklich alles, was sie im Stammbaum eingegeben haben, hier dann zu sehen.
Ja, das hatte ich ja schon erzählt, dass man die Ausgangspersonen für das Diagramm ändern kann. Also Sie müssen nicht nur oder Sie können nicht nur Diagramme für sich selbst erstellen, wenn Sie die Ausgangsperson Ihres Stammbaums sind, sondern für alle Personen Ihres Stammbaums. Den Titel können Sie bearbeiten. Also normalerweise ist es so, dass der Titel automatisch generiert wird anhand des Diagramms, den Sie erstellen. Also wenn Sie ein Vorfahrendiagramm erstellen, wird jetzt hier das hier stehen, Vorfahren von Silvia, Rosanna und so weiter. Ja, ich habe einen riesigen Namen. Der stimmt auch so, das ist mein ganzer Name. Dann können Sie personenbezogene Ereignisse, hatte ich ja auch schon erzählt, was Sie da alles machen können, die Generationen, Anzahl angeben und eben, was für eine Druckart Sie haben möchten. Ja, wenn wir uns jetzt die erweiterten Optionen anschauen, das habe ich jetzt hier einfach aus dem Englischen übernommen, weil das ganz schwierig für mich war, auf der deutschen Seite das einen Screenshot zu machen und das so zu erstellen. Das ist aber kein Problem. Ich erkläre jetzt einmal alles. Also Sie können bei Ereignissen sagen, welche Ereignisse überhaupt für die Person angezeigt werden sollen. Also ob Sie wirklich die Todesdaten, also Jahre angezeigt haben möchten, das gesamte Datum, Datum und Ort oder eben Benutzer definiert. Bei den Fotos können Sie sagen, ob wirklich immer alle persönlichen Fotos mit persönlichen Fotos sind die Profilbilder gemeint. Das heißt, alle Profilbilder, die Sie im Stammbaum haben, werden eben im Diagramm angezeigt. Sie können sagen, nein, ich möchte keine Fotos angezeigt bekommen, wenn Sie zum Beispiel ein Diagramm teilen möchten und natürlich die Privatsphäre bewahren möchten von den lebenden Personen. Dann machen Sie das ohne Bilder. Sie können auch sagen, ich möchte nur Bilder angezeigt bekommen, wenn auch Bilder in meinem Stammbaum vorhanden sind. Sie können die Größe des Fotos auch einstellen. Soll das Foto groß sein? Soll es riesig sein oder soll es klein sein? Beim Design haben Sie ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das sehen Sie hier. Sie können sagen, ob um das Foto herum noch ein Bilderrahmen zu sehen ist. Welche Art von Bilderrahmen? Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder nur das Bild. Auch die einzelnen Profilboxen können Sie sagen, wie das Ganze angezeigt werden soll. Die Farben, also ich kann sagen, welche Farbe drumherum um das Profil angezeigt werden soll. Ich kann sagen, mit Schatten, ohne Schatten, welche Schattenfarbe, wie dick der Schatten. Also Sie sehen, hier ist wirklich ganz viel machbar. Und den Hintergrund natürlich, Sie können sagen oder Sie können auswählen, dass Sie gar keinen Hintergrund haben möchten. Sie möchten einen Hintergrund, der einfach ganz normal und ohne Bildchen ist. Oder Sie können auch sagen, dass Sie ein Bild haben möchten. Das zeige ich Ihnen gleich, die verschiedenen Stile. Beim Geschlecht können Sie auswählen, ob alle Geschlechter gleich angezeigt werden sollen, ob die männlichen blau sein sollen oder eben eine andere Farbe. Auch das können Sie auswählen. Und das gleiche auch natürlich mit weiblichem Geschlecht. Also hier ist wirklich ganz, ganz viel. Ich könnte ja auf jede einzelne Funktion nochmal eingehen, aber am besten Sie testen das selbst mal aus, aber Sie können ganz, ganz, ganz viel personalisieren. Ja, und noch mehr Einstellungen, das sind dann die erweiterten Optionen, die Sie haben. Ja, auf der linken Seite sehen Sie jetzt die Bilderrahmeneinstellungen, die Sie vornehmen können, wenn Sie möchten, dass um Ihr Profilbild herum auch noch ein Bilderrahmen zu sehen ist. Die einzelnen Linien, also die einzelnen Linien zwischen den einzelnen Generationen und den Personen, wie dick sollen die sein, wie dünn sollen die sein, welche Farbe sollen die haben? Wie soll das zum Beispiel für Adoptivkinder oder Stiefkinder angezeigt werden? Wie möchte ich, dass Beziehungen angezeigt werden zwischen geschiedenen Personen, zwischen verheirateten Personen? Also hier kann man wirklich alles einstellen. Beim Titel können Sie sagen, ob um den Titel herum nochmal so eine kleine Dekoration zu sehen sein soll. So wie hier bei My Family Tree sehen Sie ja oben und unten nochmal so eine Verschnörkelung, das können Sie sich aussuchen, ob Sie das möchten oder nicht. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Schriftgröße können Sie individuell einstellen, also nicht nur für Namen und auch unten ist ja auch ein Footer und oben ein Titel für jedes einzelne Element, wo eben mit Schrift gearbeitet wird, können Sie das einzeln einstellen. Die Größe, welche Farbe, ob das in Fettschrift angezeigt werden soll oder in Kursiv, welche Schrift überhaupt. Also hier ist wirklich ganz viel. Beim Hintergrund genauso. Es gibt verschiedene Stile, die zeige ich Ihnen gleich. Wir haben insgesamt 18 verschiedene Hintergrundbilder, die Sie auswählen können. Und auch hier bei dem Hintergrund können Sie sagen, welche Farbe, wie es angezeigt werden soll, ob es vergrößert werden soll oder nicht. Und wenn Sie das alles vorgenommen haben und wenn Sie Lust haben, aus diesem Diagramm ein Poster bei uns zu bestellen, dann haben Sie eben die Möglichkeit unter Poster bestellen.
das Ganze zu machen. Das ist jetzt hier ein Beispiel auch von meinem Kollegen, aber das würden Sie natürlich alles in Euro sehen, beziehungsweise Sie können die Währung selbst auswählen. Posterpreise kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Es gibt Poster für 20 Euro, es gibt Poster für 100 Euro. Es kommt immer auf die Größe an und was für ein Material Sie auswählen. Sie können die verschiedensten Materialien auswählen für Ihr Poster. Deswegen, ja, einfach ausprobieren und gucken, was Sie da gerne haben würden. Aber ja, es kann, wie gesagt, 20 Euro kosten, 100 Euro kosten. Kommt eben drauf an. Und das Ganze wird natürlich zu Ihnen nach Hause geliefert. Ja, schauen Sie sich das gerne an, wenn Sie das gerne als Poster ausgedruckt haben möchten. Das Familienbuch, das ist die nächste Option. Also ich dachte, ich hatte jetzt hier nochmal die einzelnen Stile. Aber ja, also ich hatte ja gesagt, es gibt 18 verschiedene Hintergrundbilder. Sie können auch sagen, dass Sie gar kein Hintergrundbild von uns in Ihrem Poster haben möchten, sondern ein eigenes Hintergrundbild, sei es ein Foto oder einfach ein Bild, das Sie haben, das Sie als Hintergrund haben möchten. Das können Sie auch individuell machen. Ja, das Familienbuch, das ist ein Buch, das Sie leider bei uns nicht bestellen können. Also das müssen Sie entweder in Druckerladen bei sich in der Nähe drucken lassen oder eben mit Ihrem eigenen Drucker. Wenn Sie aber einen Baum haben, der wirklich groß ist und Sie viele Informationen haben, dann würde ich das definitiv die PDF herunterladen und dann damit in den Druckerladen gehen, in den lokalen, weil in diesem Familienbuch wird wirklich alles angegeben und angezeigt, was Sie in Ihrem Stammbaum haben. Also es ist eine Zusammenstellung der Daten Ihres gesamten Stammbaumes. Wenn Sie da Biografien haben, alle Bilder, alle Ereignisse, die Sie hinzugefügt haben, das wird alles in diesem Buch generiert. Und das ist eigentlich ganz schön, damit Sie ja mit Verwandten auch so nicht nur in Diagrammformat und nicht nur auf bestimmte Personen sich beschränken, sondern wirklich alle Personen in Ihrem Baum haben. Ist auch ein ganz tolles Geschenk, wenn man das vielleicht eine Großmutter schenken möchte. Auch das, wenn es natürlich professionell ausgedruckt wurde, ist eine ja eine schöne Geschenkidee. Das sind die Einstellungen, die Sie beim Buch vornehmen können. Also auch hier können Sie eine Ausgangsperson auswählen. Sie können sagen, was soll dieses Buch überhaupt beinhalten. Die Papiergröße können Sie einstellen, ob es A4 oder vielleicht eine andere Größe sein soll. Und dann können Sie sagen, was Sie alles da haben möchten. Wenn Sie einen Baum haben, der wirklich sehr viel Material, viele Informationen hat, dann ist es vielleicht sehr unübersichtlich, wenn da einfach zu viel ist. Aber ansonsten sehen Sie hier die einzelnen Optionen, die Sie vornehmen können, bevor Sie eben dieses Buch generieren. Das sind jetzt ein paar Seitenbeispiele von einem Familienbuch. Hier können Sie sehen, wie das Ganze aussieht. Man sieht auch alle Quellenangaben. Wenn ich Quellen habe, dann wird das Ganze unter Quellen angezeigt. Ich sehe die einzelnen Stammbäume. Ich sehe dann die einzelnen Nachfahren, dann gibt es eine Seite zu den einzelnen Vorfahren, dann sehe ich die einzelnen Familien aufgelistet mit Mutter, Vater, Kinder. Ja, probieren Sie das mal aus, einfach generieren und dann ist auch kostenlos, können Sie herunterladen und sich das Ganze anschauen. Und Sie haben dann eben die Möglichkeit, diese Diagramme und auch Bücher in Family Tree Builder zu erstellen, falls Sie eben nicht online über myheritage.de am Stammbaum arbeiten, sondern im Family Tree Builder können Sie auch dort alle Diagramme außer das Sonnendiagramm. Das Sonnendiagramm gibt es tatsächlich nur auf myheritage.de auf der Website, aber ansonsten sind alle Diagramme dort verfügbar. Was der Family Tree Builder dann noch zusätzlich hat, sind verschiedene Berichte, die wir dort anbieten, die Sie eben nicht auf der Webseite finden. Also kann man sich beides eventuell anschauen. Es gibt ein Familiengruppenblatt, es gibt einen vollständigen Beziehungsbericht, Ahnen- und Nachkommenberichte, eine wunderschöne Zeitleiste, ein Adressenbericht, den Sie generieren können. Sie können auch benutzerdefinierte Berichte erstellen. Das Ganze können Sie als Excel-Tabelle herunterladen, als PDF oder als HTML-Datei exportieren. Ja, das ist das Menü vom Family Tree Builder und hier oben sehen Sie einmal die Diagramme und die Berichte. Darüber können Sie das Ganze eben generieren. Hier sehen Sie nochmal alle aufgelistet, alle Diagramme, die wir anbieten. Und das sind eben zusätzliche Diagramme, beziehungsweise das sind halt diese Berichte, worüber ich gesprochen habe. Das ist einmal das Familiengruppenblatt, was Sie so relativ mittig sehen mit John F. Kennedy. Dann gibt es dann die Berichte für Nachfahren, für Vorfahren.
Die Excel-Tabelle, die Sie oben sehen, da können Sie sagen, dass Sie alles als eine Excel-Tabelle herunterladen möchten. Auch Beziehungen, wenn ich jetzt also immer für die Ausgangsperson, das ist das Einzige, was man sich immer im Hinterkopf behalten sollte, dass die Ausgangsperson meines Stammbaumes, für die generiere ich eben all diese Berichte und Diagramme. Ich kann es aber natürlich ändern. Ja. Und auf der ganz linken Seite steht da Relationships of John F. Kennedy. Das ist neben alle Beziehungen im Stammbaum, die er mit den ganzen Personen hat, ist eben aufgelistet. Er ist der Sohn, der Vater, der Ehemann, der Urgroßvater und so weiter. Alle Personen sind da in diesem Beziehungsbericht mit angezeigt. Ja, ich habe auch gesagt, das ist ein relativ schnelles Webinar. Also ich bin jetzt auch, wie ich mir das gedacht hatte, nach einer halben Stunde durch. Wir haben jetzt genug Zeit für Ihre Fragen, falls Sie Fragen haben. Ich habe noch zwei, drei Infos vorab. Unter familytreewebinars.com oder auch unter education.myheritage.de können Sie sich diese Aufnahme nochmal anschauen, falls Sie das gerne möchten. Ansonsten finden Sie unter familytreewebinars.com auch über 900 weitere Webinare, auch in den verschiedensten Sprachen, wie Sie hier sehen. Und dann möchte ich gerne nochmal auf die zwei nächsten Webinare kurz eingehen, beziehungsweise Ihnen das mitteilen, dass wir am 24. Juni, da findet unser nächstes Webinar statt. Da geht es um den Family Tree Builder, falls Sie den Family Tree Builder noch nicht nutzen. Unsere Ahnenforschungssoftware, die Sie kostenlos herunterladen können und vielleicht erst heute gesehen haben, ach, da gibt es ja auch noch mehr als online. Dann gibt es eben am 24. Juni eine Einführung zum Family Tree Builder. Da werde ich eben die ganze Software Ihnen mal vorstellen und zeigen, was für einen Mehrwert Sie haben. Der Family Tree Builder kann immer auch mit der Online-Seite synchronisiert werden. Also Sie müssen jetzt nicht befürchten, wenn Sie die Software herunterladen, dass Sie immer alles doppelt eingeben müssen. Müssen Sie nicht. Aber wie das Ganze funktioniert, was der Family Tree Builder ist und ja, alle Funktionen der Software werde ich Ihnen eben am 24. Juni präsentieren. Und am 26. August, also im Juli, bieten wir kein Webinar an, da bin ich im Urlaub, aber am 26. August, da wird Andrea Bentschneider nochmal ein Webinar anbieten, da freue ich mich sehr drauf, Namen und Daten in der Ahnenforschung. Da wird sie so auf verschiedene Namen eingehen und eben ja die verschiedenen Kalenderdaten, die es gibt. Das wird nochmal veröffentlicht auf unserer Seite. Da gibt es noch eine kleine Einführung dazu, beziehungsweise eine Beschreibung, worum es genau geht. Aber ja, falls Sie sich das jetzt schon vormerken möchten, 26. August. Ja, und dann würde ich jetzt auch direkt auf den Gewinner dieses Webinars, dieses Komplett-Abos eingehen wollen. Und zwar hat das Komplett-Abo von MyHeritage, Sie sehen ja hier aufgelistet, was es alles beinhaltet, Norbert Groß gewonnen. Herr Norbert Groß, herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Gewinner. Und damit Sie überhaupt dieses Abo nutzen können auf Ihrer Seite, müsste ich das Ganze freischalten über unseren Backoffice. Da würde ich Sie bitten, einmal mir eine E-Mail zukommen zu lassen unter germany@myheritage.com. Mit Ihrer Registrierungs-E-Mail, die Sie auf MyHeritage nutzen, dann kann ich Ihr Abo oder beziehungsweise dann kann ich Ihren Account hochstufen. Also herzlichen Glückwunsch, Herr Groß. Und dann gucke ich mal, ob jetzt überhaupt Fragen sind. So. Okay. Ja, da waren jetzt sind hier ganz viele Fragen bzw. Anmerkungen zu dem Sound. Das war zwischendurch mal kurz weg. Okay, das tut mir sehr, sehr leid. Ich arbeite eigentlich jetzt hier schon mit Kabel, damit das nicht passiert, aber man hat mich dann wieder gehört. So eine Frage, ist das Familienbuch nur über alle Daten erstellbar oder auch über einzelne Linien oder Zeiträume? Das ist tatsächlich so, dass man hier beim Familienbuch nur alle Daten erstellen kann. Wenn Sie einzelne Linien oder einzelne Zeiträume erstellen möchten, dann würde das nicht über das Familienbuch laufen, sondern eben über diese Berichte, die ich erzählt habe, im Family Tree Builder. Also das heißt, es läuft dann nicht über die Website, da haben Sie diese Möglichkeit nicht, aber im Family Tree Builder, da können Sie ganz individuelle, personalisierte Berichte erstellen und nicht so ein komplettes Buch. Aber das Familienbuch ist tatsächlich für alle Daten.
Ja, warum unterscheiden sich die Optionen von MyHeritage und des Family Tree Builders teilweise? Ja, das hat den Hintergrund, dass die Software als allererstes veröffentlicht wurde 2003. Also die Software gibt es tatsächlich schon seit 17 Jahren. Der CEO von MyHeritage hat diese Software damals entwickelt und das war das erste Programm, beziehungsweise die Software war das die erste Möglichkeit, die wir angeboten haben, das eben veröffentlicht wurde, womit sie ihren Stammbaum erstellen konnten und die Webseite erst 2006 online gegangen ist, also 3 Jahre später. Und das unterscheidet sich einfach aus dem Hintergrund, dass ja verschiedene Optionen oder beziehungsweise verschiedene, jetzt fehlt mir gerade das Wort, verschiedene ja, Möglichkeiten, die sie eben haben, also Einstellungen und auch Funktionen, das war das richtige Wort, verschiedene Funktionen eben online gut besser funktionieren als offline, weil die Software ist ja eigentlich eine Offline-Software, das heißt, sie arbeiten lokal an ihrem Rechner, benötigen kein Internet und wenn sie zum Beispiel Smart Matches, Record Matches und solche Geschichten nutzen, dann geht es natürlich auch nur online und dann bei den verschiedensten Funktionen ist es eben so, dass einiges eben online zur Verfügung steht, eines offline. Sie können sich beides anschauen und es gibt eben diese Synchronisierung. Das heißt, Sie können ja an beidem arbeiten, sowohl online als auch offline und auch nicht die Befürchtung haben, dass Sie doppelte Einträge haben oder dass Sie doppelt arbeiten müssen. Das müssen Sie nicht, denn jedes Mal, wenn Sie online auf der Seite arbeiten, dann wird das Ganze eben synchronisiert mit der Offline-Version, mit dem Family Tree Builder. Wenn Sie eben die Software öffnen, dann kriegen Sie direkt eine Benachrichtigung, dass es dies erstmal aktualisiert wird. Dann sind Sie wieder auf dem gleichen Stand wie online. Und das Ganze eben genauso, wenn Sie auf der Software was ändern und dann online auf die Seite gehen, ist es dann online dann auch dort zu sehen. Wir haben auch noch die MyHeritage App. Das ist eine dritte Möglichkeit, dran zu arbeiten. Auch da werden Sie dann wieder nicht alle Möglichkeiten finden, wie Sie zum Beispiel in der Software diese finden. Also das ist eben die verschiedensten Möglichkeiten und Optionen am Stammbaum zu arbeiten. Deswegen ist es teilweise eben ein bisschen anders. Ja, mehr Fragen habe ich jetzt nicht. Wenn jetzt in den nächsten 1, 2 Minuten auch keine Fragen mehr kommen, dann würde ich das Webinar beenden. Jetzt kommt doch noch mal eine Frage: Warum kann ich 4 Generationen nicht auf einer DIN A4-Seite darstellen? Platz wäre genug. Gehört habe ich Sie sehr gut. Ja, vielen Dank. Das freut mich, dass Sie mich gut gehört haben. Warum Sie jetzt diese 4 Generationen nicht auf einer DIN A4-Seite? Auch wenn der Platz genug ist, ich schätze mal, das ist einfach die Art und Weise, wie das Ganze generiert wird. Das ist vielleicht ein bisschen technischer, das müsste ich intern mal nachfragen, wenn Sie sagen, dass da Platz genug ist, aber das nicht angezeigt wird mit den 4 Generationen. Ich kann es mir wirklich nur erklären, dass es einfach, wenn es grafisch generiert wird, dass das Programm irgendwie sagt, das passt nicht, warum auch immer. Dann müsste man sich im Backoffice Ihren Account anschauen, man müsste sich das Diagramm anschauen, welches genau generiert wurde und warum eben dort Platz ist, aber das nicht angezeigt wird. Das ist eher sowas für den technischen Support. Daher kann ich es jetzt leider so nicht beantworten, aber das ist schon eben irgendein Automatismus, der dahinter steckt, wo man sagt, okay, das passt irgendwie nicht. Wieso, weshalb, warum, würde ich Sie tatsächlich bitten, einmal den Support anzuschreiben, support@myheritage.com, genau das Diagramm nennen, was eben nicht korrekt generiert wird, beziehungsweise wo das nicht angezeigt wird. Ja, und dann können die Kollegen Ihnen bestimmt weiterhelfen. Jetzt nochmal ein Vorschlag für die Zukunft für die Diagramme, Auswahl, welche Person ausgedruckt werden soll, einzeln möglich machen. Okay, das leite ich gerne weiter. Also Sie haben ja eigentlich die Möglichkeit, ganz viel einzustellen, aber auch das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich leite das gerne weiter, ob das eben möglich ist. Da schreibt hier jemand, bei 4 Generationen sind 16 Namen in einer Reihe too much. Also es ist wahrscheinlich zu viel. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich denke, warum das nicht generiert wird mit 4 Generationen, weil wahrscheinlich eben zu viel eben auf dieser DIN A4-Seite angezeigt wird, auch wenn Sie sagen, dass da noch Platz ist. Aber wie gesagt, einmal kurz beim Support nachfragen. Ja, leider hat jemand wieder Probleme mit dem Sound. Es tut mir leid. Und ob es die Möglichkeit gibt, das Webinar nachträglich anzuschauen. Genau, ja, gibt es. Wie ich erwähnt habe am Anfang und jetzt eben am Ende unter education.myheritage.de oder auch familytreewebinars.com wird dieses Webinar zur Verfügung stehen. Ich schätze mal eventuell ab morgen, aber ansonsten dann ab Freitag wahrscheinlich. Es dauert immer 1, 2 Tage, bis der Kollege das hochlädt.
Ja, also wird es auf jeden Fall definitiv zur Verfügung stehen und auch alle anderen Webinare, die wir anbieten, sind immer auf diesen Seiten zu finden. Ja, dann bedanke ich mich einmal ganz herzlich bei Ihnen. Also hier nochmal myheritage.de/help. Das sind unsere Hilfeseiten. Da haben wir ganz viele FAQs zu allen möglichen Themen, also nicht nur MyHeritage Online, sondern eben auch DNA, MyHeritage DNA. Heute Abend, wie gesagt, 19 Uhr, wenn Sie gerne dabei sein möchten, geht es um Discoveries, also um Record Matches, Smart Matches und die Instant Discoveries. Da wird meine Kollegin Elisabeth ein bisschen was darüber erzählen. Sie können live dabei sein, live Fragen stellen und auch da eben die Möglichkeit, nochmal ein Komplettabo von MyHeritage zu gewinnen. Ja, das war ein relativ kurzes Webinar, aber ich hoffe, das war für Sie trotzdem interessant und vielleicht haben Sie jetzt ja Lust, einmal auf die Seite zu gehen und sich ein paar Diagramme zu erstellen oder vielleicht sogar ein Poster auszudrucken. Ich bedanke mich nochmal. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und ja, ich sage einfach bis zum nächsten Mal oder vielleicht bis heute Abend. Also auf Wiedersehen und Ihnen noch einen schönen Tag.